Guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht um Ihr Gehirn. Heute um die Frage, was passiert, wenn wir beobachtet werden? Wie kommt man auf so eine Frage? Nun, der Blick ist für uns Menschen was ganz Wichtiges. Wir sind sowieso Augentiere. Der Sinneskanal Sehen ist der wichtigste Sinneskanal. Und das Organ des Sehens, die Augen, ist für uns ein ganz wichtiges Wahrnehmungsobjekt auch. Denn wir sehen beim anderen, wo guckt denn der hin? Wir interessieren uns auch dafür, wo der hinguckt. Wir interessieren uns auch für dessen Blick. Schon vor 100.000 Jahren haben die Menschen auch mit Blicken kommuniziert. Das ist nämlich, das geht dann ohne Stimme und deswegen lautlos. Und wenn ich weiß, wohin der guckt und der andere hinguckt, kann man sich mit Blicken wunderbar verständigen. Und deswegen haben wir Menschen auch die Besonderheit, dass wir das Weiße im Auge haben. Das sorgt dafür, dass sich das Dunkle besser hervorhebt. Und deswegen kann man die Blickrichtung bei uns Menschen viel besser sehen als zum Beispiel bei einem anderen Affen, wo das Dunkle im Dunkeln ist und dann gar nicht so klar ist, wo denn die Augen genau hinschauen. Wir können das. Und für uns ist der Blick was ganz Wichtiges. Und wenn ich besonders was Weißes im Auge sehe, bei aufgerissenen Augen, dann weiß ich, der hat Angst. Und wenn ich das weiß und so nah bei dem bin, dass ich das genau sehe, dann habe ich auch Angst. Und so ist das aufgerissene Auge für uns ein ganz wichtiger Stimulus für Angst. Augen überhaupt. Und warum? Ganz einfach. Wenn ich dem so nah bin und der hat Angst, dann habe ich guten Grund, auch Angst zu haben. Es macht deswegen Sinn, sich mit dem Blick auch mal ein bisschen zu beschäftigen. Und man kann tatsächlich den Blick untersuchen. Und man kann untersuchen, welche Effekte hat das, wenn jemand sich angeblickt fühlt. Eine ganz witzige Studie haben amerikanische Autoren gemacht. Die haben nicht unbedingt jemanden genommen, der guckt. Nein, sie haben einen Roboter genommen, der guckt. Und nicht mal den Roboter selbst, sondern nur ein Bild vom Roboter. Dieses Bild hing neben dem Bildschirm. Und Studenten sollten am Bildschirm ein Spiel machen. Es gibt eine ganze Reihe von Spielen. Wir haben uns auch schon in Sendungen früher mit solchen Spielen beschäftigt. Nämlich zum Beispiel, das geht so, passen Sie auf, Sie kriegen hier 10 Euro oder 20 Euro oder irgendeinen Geldbetrag oder auch nur 20 Cent. Und Sie können einem anderen Mitspieler irgendeinen Betrag davon geben. Und je netter einer ist, desto mehr gibt er eben. Und die meisten geben so ein bisschen was. Manche geben ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Es geht also darum, sozusagen, wie viel würde ich der Allgemeinheit geben, wenn ich die Möglichkeit hätte, das zu tun. Und jetzt hängt entweder neben dem Bildschirm so ein Bildchen vom Roboter. Der heißt Kismet und wurde am MIT zusammengebastelt. Kann auch ein bisschen gucken, aber es war nur ein Bild. War nicht der Roboter selbst. Oder es hängt da kein Bild. Und was kommt raus? Nun, im nächsten Bild sehen wir, was rauskommt. Das sind die einzelnen Spielrunden. Und wenn mit Blick gespielt wurde, hier sieht man jeweils den Einsatz, also wie viel geben die Leute sozusagen freiwillig. Ja? Ohne Blick, mit Blick, hier ist der Mittelwert. Es waren knapp 30%, dass die Leute mehr geben, wenn ein Bild vom Roboter, der sie anguckt, neben dem Monitor hängt, auf dem das Spiel gespielt wird. Der Blick macht also, ja, dass wir unser Verhalten ändern. Einfach nur die Idee, ich werde angeguckt, ändert sich das. Es geht sogar noch einfacher. Ein wirklich verrücktes Experiment hat eine englische Psychologin durchgeführt. Man könnte es überschreiben mit zur Psychologie der Kaffeekasse. In jedem Labor gibt es nicht nur Laborräume und Bänke und alles Mögliche, sondern es gibt noch einen ganz besonderen Raum. Ich nenne ihn mal Kapuff. Da sind immer die gleichen alten Postkarten an der Wand von irgendwelchen Leuten, die mal im Urlaub waren. Es sind die ausrangierten Tassen aus jedermanns Küche in diesem Labor, irgendwelche runtergekommenen Mugs. Und dann gibt es eine Kaffeemaschine und einen Teeautomat und dann gibt es auch eine Kaffeekasse. Und irgendwo hängt ein Zettel, meistens so ein kleiner, und da steht dann drauf, Kaffee 20 Pfennig oder Cent, Tee 10 Cent und so weiter. Oder bitte mal wieder was für Milch mitbringen und so weiter und so weiter. Das kennt jeder Wissenschaftler unter uns. Das ist der wichtigste Raum im Labor, weil da finden alle wichtigen Erkenntnisse statt. Da finden die Gespräche statt. Da sagt einer, ich habe da gerade ein Problem. Dann sagt er, ja, komm, ich habe das schon mal gehabt. Ich weiß auch, wie es geht und so weiter. Da findet der Austausch statt. Wenn dieser Raum funktioniert, funktioniert das Labor. Und diese Räume gibt es überall. Und interessanterweise wird ihnen überhaupt keine Bedeutung beigemessen, obwohl es die wichtigsten Räume sind. Nun, die Psychologin hat was ganz Simples gemacht. Absolut simpel. Sie hat diesen Zettel genommen, DIN A5 Größe, wo eben drauf stand, was der Kaffee und der Tee kostet. Und da gab es eben, drunter stand eine Kasse und da konnte jeder reinschmeißen. Das wurde nicht überprüft, jeder hat das einfach gemacht.
Und dann hat sie über den Zettel so ein kleines Banner geklebt. Und auf diesem Banner, etwa in dieser Größe, waren entweder zwei Augen zu sehen, so wie hier oben, oder Blumen. In jedem Experiment wird als abhängige Variable irgendwas gemessen. Was hat die Dame gemessen? Sie hat jede Woche geguckt, wie viel ist in der Kaffeekasse. Nun kann es ja sein, dass mal mehr und mal weniger Kaffee getrunken wird, vielleicht weil es mal heiß war oder weil besonders viele Leute da waren oder nicht. Deswegen ist der Kaffeekonsum alleine nicht richtig gut. Aber die meisten Leute, gerade in England, trinken ihren Kaffee oder ihren Tee mit Milch. Und der Milchkonsum, weil Kaffeekonsum ist schwer zu messen, aber der Milchkonsum, der ist gut zu messen. Wie oft muss man da 9 Liter Milch in den Kühlschrank stellen? Und deswegen war die abhängige Variable Kaffeekasse durch Milchkonsum. Pfund pro Liter Milch sozusagen. Und das wurde jede Woche gemessen. Und was Sie hier sehen, ist sozusagen dieser Wert, Pfund pro Liter Milch, in Abhängigkeit. 10 Wochen lang lief das Experiment. Alle anderen wussten gar nicht, dass sie am Experiment teilnahmen. Hat man hinterher gesagt, es waren etwa 50 Leute in diesem Labor tätig. Und deswegen haben die auch in die Kaffeekasse eingezahlt. Und was stellt sich heraus? Wenn über diesem kleinen Zettel, der über der Kaffeekasse hängt, wenn da ein Augenpaar ist, es waren immer verschiedene Augenpaare, es waren immer Augen, ja, dann ist im Mittel 2,7 Mal so viel in der Kaffeekasse, wie wenn da Blumen sind. 2,7 Mal so viel. Das Ergebnis hat die Forscherin selbst schier umgehauen. Das Ganze ist auch in einem nicht ganz unbedeutenden Journal publiziert. Und es ist eigentlich lustig. Die haben ja in dem Labor eigentlich was ganz anderes gemacht. Ja. Aber nebenher hat eben jemand mal die Psychologie der Kaffeekasse untersucht und gefunden, dass wenn man da ein Augenpaar über den Zettel hängt, dann wird tatsächlich freiwillig mehr eingezahlt. Und nebenbei, keiner hat davon irgendwas gemerkt. Es passiert einfach, es ist also ein Effekt unserer unbewussten Verhaltenssteuerung, unbewussten Verhaltenskontrolle. Solche Effekte gibt es ganz viele und solche Effekte kann man im Labor, nicht nur mit Kaffeekassen und Blicken, sondern auch anders wie prima untersuchen. Und genau darum geht es weiter. Man hat zum Beispiel Folgendes gemacht. Sie können hergehen und können den Leuten eine Idee in den Kopf tun, ohne dass sie das merken. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine ganz bekannte ist, man lässt die Leute Sätze, wo die Wörter durcheinander sind, richtig rummachen. Also meinetwegen so ein Satz wie, heute wir im Studio drehen, könnte man sagen, heute drehen wir im Studio, dann wäre das richtig. Und wenn ich diesen Satz richtig rumdrehe, dann muss ich über die Wörter nachdenken, über die Bedeutung nachdenken. Und dadurch werden die im Kopf aktiv. Und diese Aktivität, die bleibt da auch eine Weile und wabert so herum. Wenn ich nun in der Kontrollgruppe irgendwelche Sätze hin und her schiebe, dass sie richtig rum werden, und in der Experimentalgruppe Sätze, wo eines der Wörter im Satz jeweils mit was Bestimmtem zu tun hat, zum Beispiel mit Religion, und dann kommt Gebet, und dann kommt Stille oder Gebetbuch oder irgendwas, was mit Religion zu tun hat, dann bahne ich sozusagen einmal die Idee Gott und einmal bahne ich sie nicht. Und dann kann ich hinterher gucken, hat das Auswirkungen? Und der Punkt ist, ja, es hat Auswirkungen. Das sehen wir in der nächsten Abbildung. Da hat man einfach mal wieder geguckt in so einem Spiel nach dem Motto, ihr bekommt Geld und könnt das einsetzen, um jemandem anderen was zu geben oder auch nicht. Und vorher haben die Leute also 10 Sätze gerade gerückt, die Wörter in die richtige Reihenfolge gebracht. Entweder ging es da um irgendwas oder es ging in diesen Sätzen oft auch nur in jedem zweiten Satz, damit es nicht auffällt. Ja? Und dass es überhaupt niemand merkt, fragt man immer hinterher ab. Und in jedem zweiten Satz kam also in der Experimentalgruppe sowas mit Gott vor. Und wenn das so ist, sieht man hier, dann geben die Leute doppelt so viel. Sie merken das nicht. Wenn man hinterher fragt, ist euch was aufgefallen, sagen die, nö, wieso, was war? Es waren doch 2 Experimente. Erst musste ich irgendwelche Sätze gerade rücken und dann durfte ich noch in dieser Spielsituation ein bisschen Geld verschenken. Nun stellt sich eben raus, wer gerade mit Gott gebahnt ist, der verschenkt doppelt so viel, beziehungsweise der gibt doppelt so viel. Das ist der Effekt, ist nebenbei unabhängig von vorbestehender Religiosität, der ist abhängig von dem, was jetzt im Moment gerade im Gehirn abläuft. Was hat das mit dem Vorher zu tun? Nun, auch das hat man versucht rauszukriegen. Ich finde in einem sehr cleveren Experiment, man hat diesmal 3 Gruppen genommen. Die eine wurden nicht gebahnt, die anderen wurden eben mit
religiösen Ideen mit Gott gebahnt. Wieder in der Weise, dass sie es nicht gemerkt haben, mussten nur Sätze gerade rücken. Und die dritte Gruppe, die hat Sätze mit Gericht, Polizei, Gesetz und so weiter gemacht. Also da ging es um, wenn man so will, weltliche Institutionen der Normdurchsetzung. Und damit wurden die gebahnt. Und dann hat man wieder geschaut, wie viel geben die? Kontrolle so viel, mit Gott gebahnt so viel, mit Polizei gebahnt so viel. Der Unterschied ist nicht signifikant. Auf gut Deutsch, es geht hier nicht um Religiöses, es geht hier um moralische Instanz. Gott beobachtet dich, die Polizei beobachtet dich. Und es geht unter anderem ums Beobachtetwerden. Und dieses Beobachtetwerden bringt uns dazu, dass wir vielleicht aus einer emotionalen Änderung, vielleicht aus ein bisschen mehr Ängstlichkeit hin, eben auch ein bisschen mehr uns dann dazu bringen, zu geben, uns ein bisschen, ja, ich sag mal, normkomplianter zu verhalten, normkonformer zu verhalten, als wir das sonst täten. Dass es tatsächlich Emotionen sind, die das bewirken, zeigt ein weiteres Experiment. Hier ging es um Folgendes. Diesmal hat man mit Hypnose gearbeitet, um die Leute sozusagen zu bahnen und ihnen eine Idee in den Kopf zu tun. Nämlich den Leuten wurde entweder unter Hypnose irgendwas suggeriert oder es wurde ihnen Ekel suggeriert. Dann mussten sie lauter moralische Dinge entscheiden, wie verwerflich die sind. Also auf einer Skala von 1 bis 100, für wie verwerflich halten sie Diebstahl? Und dann mussten sie irgendwo ankreuzen. Mord auch irgendwo ankreuzen. Inzest irgendwo. Also es waren lauter moralisch problematische Verhaltensweisen. Und man musste die, wenn man so will, beurteilen, wie verwerflich ist das. Ein bisschen schräge Aufgabe, aber wenn man sich dran gewöhnt hat und wenn man weiß, wie Psychologen so vorgehen, na, dann macht man das eben. Und das haben die Leute eben auch gemacht. Nun konnte man schauen, gibt es einen Einfluss auf der hypnotischen Suggestion Ekel auf die moralischen Urteile. Wieso sollte es den geben? Nun, wenn moralisches Urteilen etwas mit Emotionen, mit Affekten zu tun hat, dann sollte sich unter dieser sozusagen induzierten Ekel eine stärkere ablehnende Haltung gegenüber moralisch fragwürdigen oder ganz verwerflichen Verhaltensweisen zeigen. Genau das kam raus. Nächstes Bild bitte. Hier sehen Sie die Stärke im Mittel der Ablehnung dieser verschiedensten, ja, moralisch fragwürdigen Handlungen. Das waren ganz viele und man hat dann eben den Mittelwert gebildet. Die Kontrollgruppe war so stark, wenn die gleichen moralischen Probleme eingeschätzt werden sollen, wie unmoralisch ist das? Ja. Und den Menschen wurde Ekel suggeriert, ist sozusagen die Einschätzung deutlich stärker. Was sieht man daran? Man sieht daran, dass unsere Emotionen bei unserer Art, wie wir miteinander umgehen, und das ist letztlich sittliches Verhalten, ist die Frage, wie gehen wir miteinander um, dass unsere Emotionen dabei eine ganz große Rolle spielen. Man kann sich darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, dass es so ist. Worüber man sich nicht mehr streiten kann, und wir hatten das mehrfach auch schon hier angesprochen, worüber man sich nicht mehr streiten kann, ist, ob es so ist. Wenn Menschen miteinander umgehen, dann sind Emotionen immer schon dabei. Die Welt ist immer schon bewertet und vor allem die Welt, die wir miteinander teilen, wie wir miteinander umgehen, das ist immer schon bewertet. Beobachtet werden gehört als sozusagen menschliches Erlebnisphänomen unmittelbar zu uns dazu. Es hat Effekte. Die lassen sich messen und die lassen sich mit dem, was wir über das Gehirn wissen, mit der Art, wie es automatisch die Dinge verarbeitet, heute sehr gut beschreiben und verstehen. Wer hätte gedacht, dass man sogar die Psychologie der Kaffeekasse mithilfe von Gehirnforschung erfassen kann?